So, hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist iOS 14 in der ersten Beta draußen und ich wurde mittlerweile schon gefragt, wie kann man das Ganze denn installieren? Eigentlich wollte ich dazu kein Video machen, aber auf Nachfrage werde ich das jetzt doch tun. Deswegen alles Weitere nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, um das Ganze ein bisschen einfacher zu halten, werde ich euch erklären, wie ihr das Ganze installieren könnt, ohne dass ihr einen Apple Developer Account braucht. Für diejenigen, die einen Developer-Account haben, die können den gleichen Weg benutzen. Ich verlinke euch einfach zwei Links in der Beschreibung. Den einen könnt ihr benutzen, wenn ihr keinen Developer-Account habt, also jährlich für einen Account bei Apple Geld bezahlt. Und den anderen könnt ihr benutzen, wenn ihr eben einen Developer-Account habt. Der Weg ist auch super simpel. Ihr braucht keinen Computer, sondern nur euer iPhone. Wichtig ist, ihr solltet eure Daten auf jeden Fall gesichert haben, wenn ihr das Ganze macht. Und vielleicht macht ihr es auch nicht auf dem Produktivgerät. Aber wir wollen jetzt einfach mal starten. Ihr geht also auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wählt aus, ob ihr die iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS oder macOS Beta installieren wollt. Wir wollen ja jetzt die iOS Beta installieren, also klickt ihr auf Download. Und dann kommt ein kleines Pop-up, wo ihr nochmal bestätigen müsst, dass ihr das Profil herunterladen wollt. Ihr drückt also auf Zulassen und als nächstes müsst ihr einmal in die Einstellungen gehen. Dort erscheint ganz oben ein neuer Menüpunkt, der heißt Profil geladen. Da klickt ihr drauf und als nächstes müsst ihr die Installation des iOS 14 Beta Profils akzeptieren. Dazu drückt ihr oben rechts auf Installieren und gebt euren Code als Bestätigung ein. Im letzten Schritt geht ihr in die Einstellungen ganz normal unter Software Update, wie ihr das auch schon kennt, und dann sollte euch schon die iOS 14 Beta angezeigt werden. Ab jetzt bekommt ihr immer alle Beta-Updates zu iOS 14 direkt in eure Software-Updates eingespielt. Diese könnt ihr dann ganz normal herunterladen und installieren. Ich hoffe, euch konnte dieses kleine Video helfen. Im nächsten Video zeige ich euch noch, wie ihr wieder zurück auf iOS 13 kommt, wenn ihr genug von der iOS 14 Beta habt. Also, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei weiteren Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.